So, ihr Lieben, diesmal im Querformat. Hier seht ihr das Shampoo, wahrscheinlich spiegelverkehrt. Und ich kann es nachher nochmal richtig einblenden, wenn ich im Wohnmobil bin. Und jetzt zeige ich euch, wie ich tatsächlich mit diesem Shampoo mir hier meine Haare wasche. So, erstmal das Haargummi wegmachen. Shampoo. Hat auch eine wunderschöne honiggelbe Farbe. So, und wie gesagt, Leute, ich sag's noch einmal. Ich habe es im Live hier schon gesagt, aber alle, die sich jetzt dieses Video anschauen, die wissen es wahrscheinlich nicht. Das Shampoo hat keinerlei Gifte in sich. Wenn ich das jetzt hier reingebe in das Flusswasser, dann werde ich nichts töten. Kein kleines Lebewesen, kein Scherax, kein Frosch. Die werden alle am Leben bleiben. Ganz im Gegenteil. Die ätherischen Öle, die hier drin enthalten sind, sorgen auch dafür, dass, wenn es ein Ungleichgewicht hier drin geben sollte, wovon ich jetzt eigentlich mal nicht ausgehe, weil das Wasser ist energetisch sehr hochschwingend, gleicht die Pfefferminze das wieder aus. Pfefferminze hat, ich gebe, oh, es ist kalt, oh, hat die Möglichkeit zu reinigen. Alter, ich gehe mal ein bisschen tiefer. Ich wasche erstmal meine Haare und dann reden wir weiter. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich hier noch hören könnt. Was jetzt halt auch ein bisschen kontraproduktiv ist, dass ich jetzt hier kein warmes Wasser habe. Weil Wärme tut ja auch Fett und Talg entfernen. Aber um den Ganzen vorzubeugen, habe ich vorhin schon, bevor ich zum Wasserfall gefahren bin, das Shampoo schon auf die Kopfhaut einmassiert. Das heißt, ich habe hier jetzt gerade viel mehr drauf, wie gerade eben ich euch gezeigt habe. Oh, tut es gut. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen einziehen. Und rede noch ein bisschen mit euch. Ich brauche noch ein bisschen was. Also die Pfefferminze sorgt auf dem Kopf dafür, dass die Haarfollikel gereinigt werden. Pfefferminze hat einen extrem hohen Reinigungswert, Rauslösungswert. Und was auch noch, also was dadurch ein riesengroßer Vorteil ist, saubere Haarfollikel sind in der Lage, Haare zu produzieren, die vorher schon abgestorben gewesen sind. Also für alle Menschen, die irgendwann mal so das Ding haben, dass sie, wenn sie mit der Bürste durch ihre Haare durchgehen und mehr wie 100 Haare pro Tag verlieren, was angeblich der normale Durchschnitt sein soll, was ich auch nicht ganz glaube. Ich denke, es wären durchaus weniger. Wenn die Menschen gesund wären, wenn der Hormonhaushalt der Menschen richtig im Einklang wäre und wenn das Essen, was sie zu sich nehmen, hochschwingend ist und frei von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden etc. pp., was es da noch so alles gibt. Genmanipulation dürfen wir auch nicht vergessen. Also jeder, der feinfühlig ist,
oder auch ein bisschen mit Kinesiologie arbeitet, der kriegt sehr schnell mit, welches Lebensmittel nicht förderlich für den Körper ist. Und der Gary, der hat sich mal so auf dem Markt die ganzen Supplements angeguckt und hat die auch erforscht in seinem in seinem Labor und hat dann festgestellt, dass bei den meisten die Bioverfügbarkeit nicht hoch ist. Also dass das sozusagen in den Körper rein und wieder rausgeht und gar nicht erst da ankommt, wo es eigentlich hin soll. Und dann hat er angefangen zu forschen mit den ätherischen Ölen und Supplements in Kombination und hat jetzt eine ganze Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, die übrigens jetzt zum Young Living Day in diesem Monat zu Kaufe 2 und erhalte 20% Rabatt. Kaufe 1 und du erhältst 10% Rabatt. Also ist es natürlich sinnvoller, 2 zu kaufen und insgesamt 20% Rabatt zu haben. Also Vitamin D mit ätherischen Ölen versetzt. In dem Vitamin D ist auch noch Magnesiumcitrat mit drin, damit die Verfügbarkeit besser ist und dass natürlich auch die Knochen durch das Vitamin D nicht porös werden. So. Also die ganzen Supplements von Young Living sind so aufeinander abgestimmt, dass die sich gegenseitig ergänzen. Und nicht, dass du denkst, oh, jetzt habe ich Vitamin D genommen, jetzt muss ich aber noch ganz schön viel Magnesium zu mir nehmen. Das ist nicht der Fall, das ist alles da drin. So, und wie ihr gesehen habt, das Shampoo hat nicht geschäumt. Warum hat das Shampoo nicht geschäumt? Es sind keine Tenside drin. Ja, Tenside sind das, was das die haben. Pfefferminz im Auge. Ach, das ist auch schön. Was diese Schäumung verursacht. So, jetzt nachdem ich meine Haare schon einmal gewaschen habe, kann es sein, dass es jetzt ein bisschen mehr schäumen könnte. Weil jetzt auch definitiv weniger Fett auf meinen Haaren drauf ist. Ich sag's euch, im Wohnmobil ist das immer so ein Ding mit dem Haare waschen, vor allem wenn die Wasserpumpe kaputt ist. Die ist nämlich total verrostet und seitdem habe ich die ausgebaut und keine neue eingesetzt. Und da mache ich jetzt immer auf dem Herd Wasser warm und dann wird sich mit einem Becher Wasser gewaschen. Ihr glaubt gar nicht, wie sparsam man werden kann, wenn man in einem Wohnmobil ist. Und auch wie liebevoll. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Grauwassertank aufmache und ich habe jetzt keine Möglichkeit, hier wohin zu fahren, wo ich es ablassen darf, dann mache ich mir keinen Kopf, weil ich habe nur Young Living da drin. Ich habe Spülmittel von Young Living. Da ist das Tiefs drin. Da ist kein Gift drin. Ich bringe es sogar fertig bei meinen Präsentationen, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, damit die das dann auch richtig sehen, den Haushaltsreiniger von Tiefs, nehme ich einen Schluck, um zu zeigen, dass ich damit kein Thema habe, das Zeug auch in den Mund zu nehmen und zu schlucken. Vor Jahren, als die Lyra noch klein gewesen ist, da haben wir noch im Haus gewohnt. Und da habe ich gerade gewischt gehabt. Und habe den Wischer kurz ins Eck gestellt, warum auch immer. Und die ist auf allen Vieren dahin gekrabbelt, hat den Wischer hochgenommen und hat da einmal ordentlich dran gezutschelt. Also, ganz ehrlich, wenn da irgendein anderes Produkt dran gewesen wäre, ja, was die Böden strahlend glänzend macht zum Beispiel, ich will ja jetzt keine Markennamen nennen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Anfall bekommen. Da hätte ich dem Kind den Mund ausgewaschen und hätte vielleicht bei der Giftnotrufzentrale angerufen und gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, in diesem Falle beim Tiefs habe ich nur gelacht, habe sie angeguckt und habe gemeint, weil sie ihr Gesicht halt total verzogen hat, ne, mit dem ganzen Dreck da dran.
Und hab dann gemeint, na, hat's geschmeckt? Das war's. Ja, also damit war das Thema für beide von uns durch. Die hat nicht mehr dran rumgelegt, weil es eklig war. Weil Tiefs an sich, wenn man das in den Mund nimmt, das hat schon einen ordentlichen Geschmack. Das darf man auch nicht vergessen. Oh Mann, mit den Kindern erlebst du was. Oh, ist das schön. Was für ein Leben, oder? Ich meine, findest du das nicht auch geil? Hast du auch Lust dazu, Wohnmobil rumzureisen, trotzdem Geld zu verdienen? Ich mache nichts anderes. Also, ich lade dich jetzt hier mal ganz herzlich dazu ein, mich zu kontaktieren und mit mir gemeinsam hier ein Young Living Business aufzubauen, weil Young Living hat dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Das musst du dir mal richtig reinziehen. Welches Network Marketing ist seit 30 Jahren dabei? Und umso mehr Menschen Young Living bekommen, umso mehr heilen wir diesen Planeten und uns selber. Kommt ja auch noch mit dazu. So. Jetzt noch Morning Start. Ich glaube, ich gerade ein bisschen, aber es geht. Jetzt laufen hier oben gleich Menschen rum. Jetzt muss man mal ein bisschen leiser sein. Es muss nämlich jetzt nicht unbedingt sein, dass die jetzt hier gerade zugucken, weil nachher beschweren die sich darüber, dass ich hier meine Haare wasche und die haben überhaupt keine Ahnung, was für Produkte ich verwende. Dann muss ich denen das auf Englisch erklären und das ist ein bisschen schwierig für mich. So, der Bereich, wo ich mich unten rum wasche, den schneide ich jetzt gleich raus. Und da bin ich wieder. Nur das geht euch ja nichts an. So. Ja. Was kann ich noch erzählen? Oh, was war denn das für ein Sonnenstrahl? Schön. Ja, genau. Zum Thema die Farmen. Wo wachsen eigentlich die Pflanzen, die hier in diesen wundervollen Produkten und ätherischen Ölen drin sind? Die wachsen auf ganz speziellen Farmen, die von Gary ausgesucht wurden. Und er hatte da ein paar Merkmale, die ganz wichtig für ihn waren. Und das wichtigste Merkmal ist gewesen, dass das Land, auf dem die Pflanzen wachsen sollten, hallo Bambus, so, der war trocken. Keine Angst, ich töte hier nichts. So, jetzt brauche ich mal einen Conditioner noch. Lavendel Conditioner. Kommen hier wieder Leute. Oh, eine Kohlquappe. So, die sind jetzt langsam wieder weg. Ganze Horde Menschen gerade vorbeigelaufen. Also die Farmen. Nachweislich durften diese Farmen, hört ihr den Frosch? keine Herbizide, Fungizide, Pestizide die letzten 100 Jahre drauf gehabt haben. Also jeder, der sich mal ein bisschen im Gartenbau damit beschäftigt hat, wie lange es diese Produkte schon gibt, sind es ungefähr 80 Jahre, seitdem es Spritzmittel gibt. Und früher
hat mal alles natürlich gemacht. Früher kannte man natürlich auch noch die Wechselwirkungen zwischen den Pflanzen. Welche Pflanze, welcher hilft zum Unterstützen? Welche Pflanze Mineralien unten aus dem Boden rausholt, um die der Hauptpflanze zur Verfügung zu stellen? Und welche Pflanze Bestäuber anlockt, die dann kommen, um dann diese Pflanze zu bestäuben? Ich meine, okay, Lavendel braucht das jetzt nicht unbedingt, ne? Hat ja genügend eigene Blüten, die gut riechen. Ja, und nur solche Ländereien hat Gary Young verwendet, um dann das anzubauen, was in diese Region natürlich gepasst hat. Ja. Es gab mal ein Ding, das er Land gefunden hatte. Und beim Testen, also er hat ja immer die Erde getestet mit dem Mund, ja, also er hat die in den Mund genommen, eingespeichelt und sich reingespürt und dadurch gespürt, was für Mineralien in diesem Boden sind, wie gut dieser Boden ist. Und dann hat er einmal Land gefunden, das war perfekt, der Standort war perfekt, es war alles perfekt, aber die Erde war tot. Also Bodenproben hatten dann auch ergeben gehabt, dass kein einziges Mikroorganismum in diesem Boden gelebt hat, trotz dass da nie irgendwelches Gift ausgebracht wurde. Und dann hat sich der Gary gedacht, Mensch, was mache ich denn jetzt? Das ist so ein perfekter Platz. Und dann hat er kam er auf die Idee, seine eigenen ätherischen Öle auf dem Boden auszubringen. Das hat er dann auch gemacht. Also natürlich stark verdünnt, ne? Und das hat er dann da drauf gesprüht. Und im nächsten Jahr war das alles wieder da. Das ganze Leben im Boden, was ja sein muss, dass die Pflanzen überhaupt wachsen können, weil ohne die Mikroorganismen geht gar nichts auf diesem Planeten. Und umso mehr wir das abtöten, umso weniger kriegen wir hochwertige oder überhaupt Nahrungsmittel. Ja, und das war dann auch der Grund nach dieser Geschichte, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, das Apfelbäumchen mit Tiefs einzusprühen. Und was ich auch mega toll finde, jedes ätherische Öl wird ja immer dreifach geprüft. Einmal aus dem Labor von Gary und dann zweimal noch extern. Und sollte eine Charge nicht den Richtlinien entsprechen, was Young Living hat, dann wird dieses Öl genommen und als Dünger verwendet für die Farmen. Also nochmal ein kleines Beispiel. Gary hat eine Charge ins externe Labor gebracht, hatte das vorher in seinem eigenen Labor geprüft, da war alles super und gut, hat das ins externe Labor bringen lassen, weil er braucht ja immer noch einen Beweis, ne? Er kann ja sonst viel erzählen, wenn er das nur in seinen eigenen Laboren prüft. Und hat, also das wurde dann geprüft, durch diese Röhrchen durch und die ganzen Parameter und hast du nicht gesehen, was da so alles ist? Und dann war der Wert nicht so, wie Gary den Punkt A selber geprüft hatte und Punkt B hätte, damit er dieses Öl überhaupt verkaufen würde. Und dann meinte er, das kann ja nicht sein. Ja, ich habe es ja bei mir geprüft. Was ist denn da los? Und dann haben sie es nochmal geprüft und dann war der Wert wieder genauso katastrophal. Also katastrophal, ja. Also ist wahrscheinlich nicht katastrophal. Und dann haben sie festgestellt, dass kurz vorher eine andere Ölefirma ihre Öle dort geprüft hat und die Apparatur nicht richtig gereinigt gewesen ist. Das heißt, es waren Restbestände von der anderen Firma da drin. Welche Firma, weiß ich nicht. Ist auch egal.
Und die haben mit dem Parameter, was sie hatten, ihre Öle zum Verkauf rausgegeben. Und der Gary hat gesagt, seine Öle, die, wie gesagt, seine Öle plus der Restbestand, das heißt, es war ja ein starkes Verdünnungsverhältnis, ist nicht an seinen Parameter rangekommen. Er hätte tatsächlich die Öle aufs Feld gegeben, weil er gesagt hat, das tue ich nicht euch an. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Qualität? Ich habe keine. So, und jetzt wasche ich mir richtig hier alles raus und wir sehen uns die Tage. Morgen mache ich das nächste Video. Bis dann.